Wir knien uns hin, ein Bein geht nach hinten, die Ferse wird nach hinten gestrickt, die Zehen ziehen wir an. Dann machen wir das Bein ein kleines Stückchen hoch und runter. Nur ein kleines Stückchen, sodass es im Rücken nicht unangenehm wird. Das kräftigt unseren Po und auch die Beine. So. Hoch, halten, runter. Hoch, halten, runter. Hoch, halten, runter. Knie wieder abstellen, andere Seite. Bein ausstrecken, ganz gerade. Hoch, runter. Hoch, einen Moment halten, runter, hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Knie wieder anstellen, dann gehen wir auf die Ellbogen runter und dann nehmen wir das rechte Bein nach oben. Tun es ein Stück nach oben drücken. Die Ferse zeigt wieder nach oben, die Zehen sind angezogen. So die ganz typische Bauchbeine-Po-Übung. Bauch ziehen wir fest rein und wieder ab. Und hoch und wieder ab. Und hoch und wieder ab. Hoch, ab. Hoch, ab und wieder das Knie abstellen. Andere Seite. Hoch, ab. Feste Po anspannen, Bauch einziehen. Ab. Beim Hochgehen ausatmen. Dann gehen wir zurück, setzen uns mit dem Po auf die Fersen, machen die Arme ganz vor und dann heben wir den Po nach oben, jetzt ein Stückchen zurück. Dann gehen wir mit dem Oberkörper ein Stückchen vor und wieder zurück, so als ob man Liegestütze machen wollen. Das kann jetzt sicher nicht jeder machen, diese Übungen, weil das natürlich unter Umständen in die Knie gehen kann, wenn man da Probleme hat. Aber für die, die noch fit sind, will ich halt auch immer mal ein bisschen was Abwechslungsreicheres anbieten. Zurück und wieder vor, halten und zurück und noch einmal. Vor, halten, das ist ganz schön anstrengend, aber es darf es auch mal sein. Und auslockern. Jetzt machen wir noch eine Übung in der Seitlage. Wir legen uns mit angezogenen Beinen hier hin, stützen uns hier ab, Kopf liegt auf dem Arm. Dann strecken wir das rechte Bein. Das oben ist, strecken wir aus und nehmen das nach oben und wieder ab. So, bequem hinlegen, so für die Hüfte, dass die nicht. So, hoch und ab. Hoch und ab. Und hoch, halten und ab. Sucht euch da einfach eine richtig bequeme Stellung, dann lässt sich die Übung ganz entspannt durchführen. Spannt natürlich hier drin, da auch, aber das darf es ruhig, weil wir wollen ja unsere Beine kräftigen. Jetzt ziehen wir das Bein an, strecken es wieder aus, machen es hoch, ziehen es nochmal an, ausstrecken.
Noch mal hoch und ausstrecken und ab. Jetzt drehen wir das auf die andere Seite. Ihr seht, es geht bei mir auch nicht so schnell. So. Beide Beine erstmal bequem ablegen. Und dann geht das linke Bein, das oben ist, geht hoch und wieder runter. Und hoch und wieder runter. Hoch und wieder runter. Halten. Runter. Hoch. Und runter. Jetzt ziehen wir das Knie an. Machen es wieder runter und dann hoch. Und wieder ab. Anziehen. Ist gut für die Hüftbeweglichkeit, für die Beine, für die Po-Muskulatur. Da kräftigen wir ja den ganzen sozusagen Bereich Beine und Hüfte. So. Anziehen und runter, hoch. Noch einmal anziehen. Und ausstrecken. Dann setzen wir uns wieder hin. Jetzt hat sich das hier ganz schön anspannen müssen. Der Bereich um den Oberschenkel, den klopfen wir jetzt ein bisschen, damit sich das wieder alles lockert. Feste klopfen. Genau. Dann stützen wir uns hinten ab, lockert die Beine aus. Lockern auch nochmal die Arme aus, weil wir haben uns da jetzt aufgestützt. Die Handgelenke gut ausschütteln. Und das war es dann schon für heute. Ich hoffe, ihr konntet soweit mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.